So, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearthstone hier im Üben-Modus, im Üb-Kampf gegen den Gast oder fordert die neuen verschiedenen Klassen heraus und ich würde sagen, wir kämpfen einfach mal. Wählt euren Helden. Wir haben anscheinend gerade einen Helden, einen Magier als Helden, Jaina Proudmoore. Belohnung für Stufe 2 Frostblitz. Feuerschlag ist aktuell unsere erste Fähigkeit. Und ich würde sagen, Um die die müssen wir sowieso Fähigkeit wählen. einzuschalten, müsst ihr sie zuerst besiegen. Fordert euren Favoriten heraus. Okay, da haben wir zuerst den Jäger. Gibt es da mal irgendwie Infos? Nee, wa? Ich glaube, gegen die alle kann man herausfordern. Ich würde sagen, wir machen das nacheinander. Zuerst den Jäger killen. Mischkarten, ihr könnt Helden freischalten, indem ihr sie im Modus Üben besiegt. Und da wurden die Karten gemischt. Gegen Rexxar. Rexxar war, glaube ich, der gewesen, gegen den man, oder den man spielen konnte in dieser komischen Extra-Mission. In Warcraft Frozen Throne. Boah, wie hieß dieses Level? Die neue Gründung von Durota oder irgendwie sowas ähnliches? Gut, also wir können jetzt entweder Karten behalten oder ersetzen. Wir haben ja einen Ingenieurslehrling, ein Flusskrokodil, einen Feuerball und einen Blutsumpfraptor. Ist eine gute Frage. Zieht eine Karte, würde ich gerne behalten. Eigentlich würde ich sie gerne behalten. Die sehen eigentlich ganz gut aus und Probleme Ihr damit habe ich seid gerade als nicht. zweites dran, also erhaltet ihr die Aha. Münze. Nutzt sie weise. Erhaltet ein Mana-Kristall nur für diesen Zug. Das ist ja interessant. Das wusste ich noch nicht, dass es sowas auch gibt. Wir könnten jetzt aktuell. Okay, wir hätten dann zwei Mana. Was hat er? Er hat zuverlässiger Schuss. Heldenfähigkeit fügt dem Feind den Helden zwei Schaden zu. Also genau das gleiche wie. Ah ne, meiner macht nur einen Schaden. Seiner macht zwei. Das ist ja unfair. Ich würde sagen, die setzen wir einfach mal hin. Dann haben wir zwei Punkte und wir können einen Flusskrokodilisk rufen. Ah, ich weiß nicht, vielleicht greift er auch mal einen. Okay, machen wir einen Blutsumpfraptor. Setzen wir den mal ein. Das war's. Heldenfähigkeit. Ja, natürlich gehen sie immer auf die Helden direkt. Also mir wurde auch schon gesagt, das Game ist recht schnelllebig. Also ich glaube, so lange gehen die meisten Matches gar nicht. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Mörlergräuber. Das kann ich aber auch. Was du kannst, kann ich schon lange. Fährten lesen. Okay. Sieht interessant aus. Und jetzt hat er wieder zwei Mana verbraucht gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, immer nur die Heldenfähigkeit zu benutzen und keine anderen Karten auf dem Feld zu haben. Aber aktuell sehe ich da exakt das gleiche wie der Gegner und werde wahrscheinlich auch eingreifen müssen. Aber er ist noch ein Mörlergräuber. Ich werde aber noch seine kleine Fähigkeit killen. Sein kleines Mistvieh. Damit der mir nicht noch weiter Schaden machen kann. Ja, vier Mana hat er mittlerweile schon. Arkaner Schuss auf eine Einheit oder auf einen. Ja. Meinen stärksten haben sie besiegt. Okay, vier Mana. Feuerball könnte man durchaus benutzen. Würde mir alle Punkte kosten. Kann man das irgendwie abbrechen? Okay, mit rechter Maustaste kann man das sicher abbrechen. Ja, okay. Hauen wir drauf. Ich kann auf jeden Fall dir noch killen. Damit alle anderen, weil zukünftige, wenn der zukünftige Einheiten spielen würde, würden die auch den Bonus kriegen. Und das ist immer ganz schlecht. Schon wieder Fährten lesen. Sie schaut sich seine obersten drei Karten vom Deck an und kann sich eine aussuchen. Und ruft dann noch für zwei Mana eine Einheit. Oder ein Diener? Ah, scheint nicht so. Er wartet ab. Er wartet ab. Ah, wir können auch die noch setzen, aber die ist zu. Ah, lass noch mal. Das passt schon ganz gut. Das war's. Ah, das Spiel ist so krass. Spott. Oh, vier Leben. Mal gucken, wie wir. Ei, der haut aber richtig rein jetzt, wa? Aber unser Oger der Felsfäuste, denke ich mal, wird das schon hinkriegen. Zack. Ah, Spott, okay. Das ist ärgerlich, dass ich den erstmal killen muss. Ah, nee, ist schon richtig. Bäm. Ich dachte, ich hätte noch Mana, aber habe ich nicht mehr. Sonst hätte ich mit meinem Feuerball doch den besiegen können. Na dann zeig, was du drauf hast.
7 Mana-Punkte, 7 Mana-Kristalle haben wir jetzt. Ja, wir können auf jeden Fall die Spottfähigkeit setzen, definitiv. Ist kein Ding und für 7 Punkte. Bäm! Das tat weh. Kernhund. Oh, 9,5, das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das bringt ihm sowieso nichts. Wie er sich immer mal komplett selber zerstört hat. Arme Sau. Bringt es einfach nichts, wir werden jetzt einfach angreifen. Fertig. Oh yeah. Sieg und ein Level bekommen. Oh, ein und viertel Level sogar, das ist nicht schlecht. Jäger freigeschaltet. Zwei von den Helden freigeschaltet, wird durch einen Sieg über die folgenden Klassen freigeschaltet. Jäger. Fügt einem Charakter 3 Schaden zu und friert ihn ein. Magier 12 von 20 Karten freigeschaltet. Da müssen wir anscheinend noch 4 Siege kriegen, damit wir dann insgesamt die 20 Karten freigeschaltet haben. Basiskarten. Und ich würde sagen, wir spielen auch gleich direkt mit Jaina Proudmoor weiter. Aber hat die jetzt nicht theoretisch ein Dings bekommen? Irgendwie eine neue Fähigkeit? Eigentlich doch schon, ne? Alles auch nicht schlecht. Zufällig. Aber ich werde erstmal auf jeden Fall mit Jaina weiterspielen. Wir werden den Krieger besiegen. Serviere Getränke. Jaina gegen Garrosh. Garrosh Höllschrei. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Hand? Die ist ja wirklich für einen Arsch. Wobei die Oasenschnappkiefer ziemlich, ziemlich tanky sind, würde ich sie gerne austauschen wollen. Arsfußkröge, die kann bleiben. So, fügt ja, damit bin ich zufrieden. Wir sind schon wieder als Zweites dran, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Was hat er? Erhaltet 2 Rüstung, okay. Anstürmer haben wir noch nicht, wa? Die haben wir noch nicht. Das ist uncool. Da muss ich jedes Mal 2 Rüstung downkloppen, bevor ich den angreifen kann. Okay. Kriegen wir aber hin irgendwie. Wir rufen einfach mal ein paar Einheiten. Er kann meinetwegen das Mana für bezahlen. Das ist, merke ich sowas von egal. Das kriegt er schon hin. Jedes Mal 2 Mana zu bezahlen. Folgende Kriegsaxt. Oh. Er kann damit also jetzt Schaden machen. Und zwar nicht gerade wenig. 3 Schaden, das ist jetzt nicht gerade wenig. Wirklich. Aber das kriegen wir hin. So, er kostet 3 Mana. Mana. Ja, jetzt kann er natürlich sich entscheiden, entweder das. Ah, nee, ich glaube, er kann beides machen, mal. Er hat jetzt halt nur seine vorige Kriegsaxt gespielt und dafür weniger Mana gehabt. Hätte er noch 2 gehabt, dann hätte er wahrscheinlich auch noch die Heldenrüstung genommen gehabt. Aber ist egal. So, wir könnten jetzt theoretisch noch die Münze spielen, deswegen ist das Ding noch gelb, aber brauchen wir jetzt nicht. Achso, jetzt gibt es auch noch anscheinend ein technisches K.O. später. Ihr habt 23 Karten in eurem Deck. Und der Gegner ebenfalls. Oh, noch eine Folge Kriegsaxt, das ist unfair. Warum hat er sowas Stylisches? Okay, wir haben 4 Dinger. Ich würde mal sagen, wir setzen auf jeden Fall schon mal eine Münze hin. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Kriegen wir hin. Fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden, 1 Schaden zu. Ah ja, haben wir sogar noch einen Anstürmer, das ist cool. Das finden wir sehr nice. Der hier gehört mir. Der wird das nicht lange überleben. Und wieder 2 Rüstung. Legt euch nicht mit Zahn an. Au. Meine arme Nachtklinge. Und mein Dings ist auch tot, mein Anstürmer. Der wurde komplett auseinandergenommen. Ja, auf jeden Fall. Ach, okay, das kostet sogar nur 1. Cool, ne? Das ist schick. Das ist wirklich schick. Jetzt haben wir sogar noch einen Mana-Punkt übrig. Das ist nicht cool. Die
Gut, dann haben wir noch einen Mana-Punkt übrig. Au, der wird wehtun. Der wird sehr wehtun. Langsam wird's knapp. Ah, wir haben sogar noch einen Spotter, sehr schön. Nächste Runde dann. Dann kann sich sein komischer... Ach, der hat auch einen Spot. Verdammt. Ich mag ihn nicht. Der ist uncool. Schwierig, sehr schwierig. Und der Typ ist sehr, sehr ätzend. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Einheiten, wo wir ein paar Karten ziehen können. Ah, er stackt natürlich die Rüstung. Ich glaube, ich bin sowas von am Arsch. Oh Mann. Er hat immer noch einen Spot und ich krieg ihn einfach nicht down. Ich könnte jetzt theoretisch angreifen, aber ich glaube, ich sollte lieber den... Ah ne, ich mache nur einen Schaden, nicht wahr? Ist das unfair? Ich mache mit meiner Fähigkeit nur einen Schaden. Während der Gegner meistens immer zwei macht oder halt mit zwei Rüstung bringt. Also solange er keine Spot... Ja doch, selbst wenn er Spot-Dinger macht, er kriegt einfach die ganze Zeit Rüstung und er stackt sich hoch ohne wie blöd. Krass. Okay, ich glaube, das war's gewesen. Ich brauche wahrscheinlich nicht weiterspielen. Irgendwann verliert man einfach immer. Und ich glaube, das ist soweit. Ich habe einfach keine Karten mehr. Muss man wahrscheinlich selber mein Deck zusammenstellen. Und er stackt sich mit Rüstung ohne Ende hoch. Okay. Nee, das war's gewesen wahrscheinlich. Bringt aber auch nichts. Ich könnte ihm höchstens... Es bringt nichts. Ich kann seine Lebenspunkte nicht down kriegen. Weil er einfach mal 8 Rüstung hatte. Jetzt hat er 10 Rüstung. Okay, das war's gewesen. Unser erster Los gegen den Gastwirt. Bitter, bitter. Hier kriegen dennoch Erfahrung, das ist schon mal das Tolle. Und ihr schaltet eine weitere Karte frei. Mhm. Eine weitere Stufe und... Ach so. Ach so. Wir haben also eine Karte freigeschaltet. Und keine Fähigkeit. Spiegelbild. Wir müssen auf jeden Fall weiterspielen. Weißt du, der Krieger ist dann eventuell doch noch zu stark für dieses Setup. Weil er hat einfach Rüstung. Krasse Rüstung die ganze Zeit. Stimmt, starren Gastwirt ein. Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ey, kann ich jetzt bitte mal wieder zuerst drankommen? Das ist total scheiße, als zweites dran zu sein. Total kacke, ich find's gut. Beschwört ein zufälliges Totem, Ich kann auch noch nicht viel machen in dieser Runde. Die ersten beiden Runden sind meistens ein bisschen, eher mäh. Was ihr wolle. Da muss man immer ein bisschen warten. So, er hat 3 Schaden. Okay, wir würden uns theoretisch gegenseitig töten. Nein, das ist nicht cool. Das ist absolut nicht cool gewesen. Aber wir haben jetzt auch einen Spotter. Na, das ist halt das Problem. Ach, der hat auch Spott. Das ist ja nicht cool. Ah, ich muss ihn aber angreifen.
Sonst nervt der mich noch und geht auf direkt auf meine Punkte. Eiswind-Yeti. Aber es hat auch noch sein Totem nicht benutzt. Das würde mich ja schon mal interessieren, sein Totem. Okay, das bringt mir noch nicht viel. Kann aber auf jeden Fall mal direkt, brauche ich auch nicht. Nee, bringt nichts. Das Dingo! Ja! Was ihr wolle! Irgendwie muss ich sagen, hasse ich Sport langsam. Okay, das Totem hat nichts eigentlich. Ah, doch, er kann jetzt. Ach so. Er gibt seinem Thrall so eine Scheißfähigkeit. Das ist ein richtiger Arsch, ist das. Warum hat er jetzt Leben bekommen? Oder plus 1? Wow. Ich hasse dich, Thrall. Ich hasse dich sowas von. Gut. Ach, Leute. Verdammt nochmal, ich hasse Spott. Gib mir der Typ auf den Sack. Ist ja auch so ein Heiltoter, Mann, das ist cool. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ob das jetzt schon was bringt, eigentlich nicht wirklich. Wir können es trotzdem mal machen. Das war's. Nächste Runde versuchen, das Totem zu killen. Das heilt die ganze Zeit so krass. Ah. Und ich glaube, ich bin sowas von am Arsch. Vielleicht komm, ich krieg's einfach nicht hin, die Gegner zu killen. Achso, ist ein anderes Totem. Ein Verbrennungstotem. Okay, er hat mich eingefroren. Das ist nicht cool. So heftig. Ein Murloc-Räuber. Fand ein Diener an ein Schaf. Tja. Was macht das Verbrennungstotem? Verliert diesem Diener plus einen Angriff. Er hat 2-1. Sollten wir definitiv mal entfernen. Ah, nee. Das dürfen nur meine Einheiten Ansturm haben. Und ich glaube, ich bin schon wieder am Arsch. Alter, das ist so krass, was die für Karten spielen. Steinklauen-Totem. Und ich bin tot. GG! Ja, wir kriegen aber... Es gibt nicht sowas wie Booster-Packs oder so. Anscheinend kriegt man hier Gold wirklich nur durch Echtgeldkämpfe. Echt Gegnerkämpfe, nicht echt Geldkämpfe. Ja, 100 Gold brauchen wir dafür. Es gibt später eigentlich auch noch, habe ich gelesen, Dingens, Quests, Daily Quests. Und anscheinend sind das, naja, sind sie hier unten. Ihr habt keine Quests, schaltet neue Helden im Bonus üben frei. Und wir müssen, weiß nicht, müssen wir alles spielen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Stufe maximal, ich glaube 10 ist maximal für einen, ne? Zumindest habe ich schon wieder verloren, Leute. Das ist nicht cool. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Jaina muss langsam mal gewinnen. Die muss hier langsam auf die Kacke hauen und gewinnen, ne? Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Jaina Proudmoore von Hearthstone. Und bis dahin, bye bye.